Freunde, und heute zeige ich euch den Trick mit dem Cowboy-Kaffee ohne Sud. Ich habe extra meinen Nierenbecher mitgenommen, Käffchen Wasser kocht. Und was machen wir jetzt? Wir gehen ganz einfach her und schmeißen die Bets rein, was ich verwende für meine Bialetti. Ganz einfach. Tschack, bumm. Eine ein bisschen aufkochen lassen. Und schon kann ich das Ganze trinken, ohne dass ich den Sud drin habe, oder? Ja, geht jetzt so. Das war's, die sind auch schon schön aufgegangen. Jawohl, ein bisschen ausdrucken ordentlich. Und schauen. Und schauen, ob es einen leckeren Cowboy-Kaffee ohne Sud. Ja, Freunde, in dem Sinn. Ich weiß, manche wollen nicht unbedingt den Cowboy-Kaffee mit Sud, aber manche wollen es nicht. Und auf die Art kann man natürlich auch trinken. Sahne dazu. Schauen wir mal, wann ich reicht. Ja, ist für mich hell genug. Ja, Freunde, in dem Sinn wird wahrscheinlich noch heiß, aber das war es dann wieder. Prost an alle! Ah, Cowboy-Kaffee ohne Sud.